Okay, ich habe gedacht, wir müssten runter. Aber wir müssen hoch. Immer den nächsten Gegnern entgegen. Komm, die ein oder andere Selbstschussanlage ist auf jeden Fall da. Es sind auf jeden Fall Felsen vor uns runtergeknallt. Das heißt, es gibt Gegner über uns. Auch schon mal eine Waffe, die auf Distanz funktioniert. Nehme ich dich. Nö. Alles gut. Aber hier, da waren schon wieder. Oh, das, ich habe jetzt echt gedacht, da kommt ein nächster Heli. Jetzt kommt auch noch so ein schöner Jump-and-Run-Teil. Uiuiui. Da hatte ich jetzt echt Schiss, ob ich eine Sekunde zu kurz gesprungen bin, aber nein, hat alles geklappt. Und wieder so ein Vieh. Sobald er uns jetzt nochmal anspringt, werde ich nochmal auf den schießen. Vielleicht zählt er das endlich für diesen Erfolg. Was, komm her. Ich verschwende gerade meine Munition. Da, jetzt habe ich ihn. Okay, da war es das. Schauen wir mal eben. Nee, warte mal, was habe ich jetzt? Kalkulierte, irgendwas hatte ich jetzt. Das war das gar nicht, was ich haben wollte, glaube ich. Nee, hier, Tote. Nee, das ist. Nee, das war das nicht. Flugbahnberechnung, doch hier. Töte 10 in der Luft befindliche Kopfkram mit der Schrotflinte. Zack, da haben wir's. Und hier, das könnte ich auch noch machen. Digitale Zauberei. Töte 10 Feinde mit einer umprogrammierten Selbstschussanlage. Ja, es gibt so viele Sachen, habe ich gesehen. Aber das ist halt einfach so. Man kann nicht alles. Das ist auf jeden Fall eines dieser Spiele, die ich auf jeden Fall ein zweites Mal noch machen werde, um nur die Erfolge zu haben. Denn, ja, ich weiß nicht, ne? Ja, Half-Life oder jetzt halt Black Mesa unter dem Namen, das ist einfach ein absolutes Kultgame für mich. Da geht kein Weg dran vorbei. Ich kann den Ziegel nicht mitnehmen. Okay. Geradeaus, links, rechts. Ach, ich gebe im Uhrzeigersinn. Mann, das scheint wieder der richtige Weg gewesen zu sein. Okay.
Hallo, lass los. Ich kann mich nicht von der Leiter lösen. Oh, Leertaste. Die Leertaste hätte ich nehmen müssen. Dann wäre ich sofort losgekommen. Das ist eine fette Kanone. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Ich schmeiß dem mal eine stachelige Ananas nach oben. Okay. Ich kann da keine Ananas nach oben schmeißen. Das tut mir leid. Das hätte ich vielleicht gerade machen müssen, ne? Dann hätte ich nicht einen mit der Schrotflinte erledigt, sondern zwei Gegner mit einer Granate. Nicht schon wieder. Ich guck nur nach, ob ich hier tatsächlich in den anderen Bereich reinkomme. Und ja, so ist es. Ich habe ihn getroffen. Ja, ja. Mhm. Da war ein Panzer, glaube ich. Da war ein gottverfluchter Panzer. Ich weiß nicht auch, warum ich die Panzerfonds bekommen habe. Ich denke, die werde ich dann hier nochmal ein bisschen brauchen müssen. Brauchen dürfen. Wie auch immer. Also hier unten haben sie mich zumindest noch nicht gespottet. Das heißt, es wird jetzt von mir ein Stellungskrieg hier erwartet. Kann das sein? Aua! Da. Und wegen haben mich nicht. Den haben wir. Ob ich das jetzt gechillt hier abwarten kann, dass jeder irgendwann mal auf die Brücke geht von den NPCs? Das wäre ja blöd, ne? Zwei Meter entfernt und ich brauche drei Schüsse. Ich habe übrigens nur noch drei Schüsse. Ich kann mich in der Werkstatt verstecken. Und hier wäre auch noch mal eine Panzerfaust. Sag mal, rastet der Panzer gerade voll aus? Was ist denn mit dem verkehrt? Knall ich erstmal mal was reingucken. So geht das. Der ja gelacht. Aber der war wirklich irgendwie gerade voll auf Aggro. Haben wir da hier. Hebebank. Und das konnten wir machen, weil... Keine Ahnung. Könnte mir nur vorstellen, dass es dafür wieder einen Erfolg gibt. Ne? Töte einen Gegner, indem er da drunter von dem Ding zermanscht wird oder irgend sowas.
habe ich mit der Explosion auch gleichzeitig alle Gegner erledigt? Das scheint mir fast so, ne? Ja, sehr schön. Sehr schön. Also immer schön umgucken. Dann findet man auch in so einer Situation eine Lösung. Da haben wir noch mal was für die Gesundheit. Und ja, ich hatte drüben diesen einen Knopf da gesehen. Wollte allerdings erst einmal hier rum und nach Möglichkeit alles an Munition einsammeln. Und dann werden wir jetzt hier mal drauf drücken, glaube ich, oder? Sollen wir? Lass uns hier nochmal eben kurz gucken. Da könnten wir hoch, da könnten wir hoch. Kommen wir da mit geduckter Haltung bestimmt in den Raum rein? Nee, das ist nichts. Okay, das heißt, da brauchen wir nicht hoch. Das bringt uns nichts. Nee. Das heißt, wir drücken jetzt auf den Knopf. Lass mich hier über die Trümmer. Meine Güte. Dann drücken wir jetzt auf den Knopf und da geht die Tür auf. Sieht aus wie ein großer Rucksack. So, bestimmt eine von diesen Sprengeinheiten. Da ist wieder ein Panzer drin, oder? Hier erstmal noch nichts. Da hinten kommt ein Panzer. Ich wusste es. Da. Da ist er. War es doch, oder? Hier sieht erledigt aus. Gehen wir jetzt in der Deckung von diesem schicken LKW. Da wäre noch was. Nein, 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 nein. Du wirst gebraucht. Das wäre ein bisschen tief gegangen. Na, komm her. Ich schmeiß dich nach draußen. Für den Fall, dass ich euch noch gleich brauche. Bräuchte dann nicht erst wieder versuchen, irgendwie hochzuklettern und das würde dann wahrscheinlich eh nicht funktionieren, ne? So, Panzer, Gegner, Gegner, Panzer. Da hat mich schon wieder irgendwer gespottet. Hier, auf der anderen Seite, ja, da. Ist eine Granate. Immer diese Granaten fliegen. Würde euch auch welche vom Kopf hauen, wenn ich damit besser umgehen konnte. Ich kann wirklich nur sagen, ihr habt echt ordentlich Glück, dass ich im Schießen dann nicht so versiert bin. Also nicht so schnell. Okay, das finde ich jetzt aber seltsam. Warum macht man eine Bunkeranlage tiefer gelegen? Also so ein Schussbunker.
Macht man den nicht normalerweise in der erhöhten Position? Will man seinen Gegner nicht überraschen, indem man auf ihn herabschießt oder so? Schon wieder. Ich muss echt mal drauf aufpassen. Die sagen doch bestimmt immer irgendwas, wenn die ihre Granaten schmeißen, oder? Stimmt. Er hat gesagt, werfe Granate. Und er hat nicht gelogen. Es sah mir jetzt dann noch aus, als wenn er den Granatenstift gezogen hätte und ich ihn dann erst gekillt hätte. Mag sein, dass ich gerade die ganzen spannenden Parts überquatsche, aber das gehört irgendwie zu mir. Habe ich zumindest gerade auch Lust drauf. Aber jetzt wird es auch mal wieder Zeit für ein paar schicke Aliens, muss ich sagen. Ich habe jetzt genug gegen Soldaten gekämpft. Da, genau. Sowas hätte ich gerne mal wieder. Gut, bevor wir auf den Knopf drücken. Nee, das können wir sparen. Sollten da wirklich Gegner drin sein, benutzen wir das als erste Attacke, um zu töten.